Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video bei Willi 015. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es eigentlich um ein sehr aktuelles Thema, wo sich eigentlich jetzt schon viele mit beschäftigen, nämlich ums Holz oder Kaminholz schneiden. Das ist jetzt gerade die Zeit. Da geht es ab in den Wald, ein bisschen Holz zu schneiden. Und viele machen sich wahrscheinlich jetzt auch schon Gedanken darüber, was sie für eine Motorsäge oder Kleinkettensäge nutzen oder kaufen sollen. Und aus diesem Grund habe ich eine Motorsäge, die MS 162 von Stihl. Die Stihl MS 162 ist das Nachfolgemodell von der MS 170. Sie hat einige Verbesserungen bekommen und die werde ich euch heute in diesem Video auch nochmal vorstellen. Wir werden uns die Säge ganz genau mal anschauen und schauen, was wir für 199 Euro bekommen. Der Link, um weitere Informationen über das Gerät zu bekommen, habe ich euch unten in der Videobeschreibung eingestellt. Die Stihl MS 162 ist eine typische Einstiegsmotorsäge oder ich würde mal eher sagen Kleinmotorsäge. Die MS 162 ist die kleinste Motorsäge im Stihlsortiment mit stehenden Zylinder. Mit einem Hubraum von 30 Kubik und 1,6 PS kann so eine kleine Säge nicht allzu viel schaffen. Also nicht um große Bäume zu fällen, sondern eher für kleine Holzarbeiten, um kleine Stämme zurechtzuschneiden für den Kamin. Gerade dafür ist die Säge ideal. Das Gewicht von der MS 162 beträgt zu 4,5 Kilo im leeren Zustand, also leerer Benzintank, leerer Öltank. Der Benzintank hat eine Füllgröße von 0,396 Liter und der Öltank hat eine Füllmenge von 0,28 Liter. Ich will euch gar nicht mit großen Zahlen und Werten hier langweilen. Das könnt ihr euch alles unten in dem Link holen, den ich euch in der Videobeschreibung eingestellt habe. Da könnt ihr euch die Daten alle auschecken. Bei der Gewichtsangabe habt ihr schon gemerkt, die MS 162 ist ein bisschen schwerer wie ihr Vorgänger, die 170er. Aber das hat einen bestimmten Grund. Den werde ich euch auch in diesem Video nochmal nennen. Wir schauen uns erstmal an, was wir für 199 Euro bekommen. Dafür packen wir die MS 162 erstmal aus. Ich zeige euch mal das ganze Zubehör, was in dem Karton ist. Zunächst erstmal die wichtigsten Geschichten. Einmal die Kette. Das ist eine 30 cm, 1,1 mm Kette, die auf dem Schwert kommt. Also so sieht es aus. Und dann haben wir dieses Schwert, 1 mm Kette, die auf das 30 cm Schwert kommt. Dazu kommt nochmal Werkzeug, also ihr habt direkt alles dabei und den Schwertschoner hier oder Schwertschutz, der immer dabei ist bei Stihl. Und dann haben wir eigentlich schon alles komplett, was wir brauchen und dann zeige ich euch jetzt mal, wie man das montiert. So, bevor wir zur Montage gehen, habe ich jetzt nochmal hier das Ding ohne Schwert. Und da ist mir so einiges aufgefallen, was zum Vorgänger eigentlich ein bisschen verbessert worden ist. Also nicht nur dieses kraftvolle Kunststoffgehäuse, was natürlich auch dazu dient, das Gewicht möglichst runterzuhalten. Bei 4,5 Kilo ohne Fülltanks ist das eigentlich ein kräftiger Kunststoff, der einiges aushalten kann. Beim Betrachten merkt man sofort, dass wir durchsichtige oder einsichtbare Tanks haben. So, dann hat man so ein bisschen das Nachtanken verbessert. Also man hat jetzt hier dieses Ding und eine breite Öffnung. So, dann kann man also wesentlich besser nachtanken. Ist also ein bisschen zum Vorgänger verbessert worden. Und jetzt werde ich nochmal eben hier den Deckel abschrauben. Das werde ich jetzt mal ganz kurz machen. Und dann schauen wir mal eben unter die Haube. Jetzt haben wir, können wir die Haube hier abnehmen. Die wird ganz einfach abgeschraubt mit dem Zubehör. Werkzeug. Wenn wir die Haube abgenommen haben, sehen wir auch gleich schon unsere Zündkerze hier, also eine stehende Zündkerze. Dann haben wir hier den Luftfilter, den kann man hier ganz einfach ausklinken, abnehmen und dann hat man hier auch den Filter, den kann man auswechseln oder mit einem Hochdruckstrahler oder Luftstrahler, sage ich mal, ein bisschen sauber machen und dann kann man den wieder ganz einfach einsetzen. So, fertig. Dann fällt uns natürlich auf, auch zum Vorgänger, das sind die Stahlfedern, die jetzt die Gummidichtung beim Vormodell ersetzen. Dadurch läuft die ganze Säge vibrationsfreier und wesentlich ruhiger und ist auch wesentlich ruhiger in der Hand bei der Arbeit. Die findet man also überall hier.
Also ist schon eine sehr gute Verbesserung zum Vormodell. Dadurch hat man also weniger Kraftaufwand und man wird weniger müde, weil das ganze Ding nicht dauernd so vibriert und man muss sich immer so dagegen halten. Und wir haben eben die übliche Kettenbremse hier. Bevor wir jetzt weitermachen, werde ich jetzt immer das Schwert montieren. Dabei lasse ich euch mal zuschauen, wie einfach das ist. So, wir haben zunächst das Schwert und hier die Kette, die habe ich schon mal freigelegt. Also das kommt dann alles hier drauf. Wir haben unsere kleinen Pfeile da wieder drauf. Und die zeigen uns an, in welche Richtung sich die ganze Sache dreht. Und so können wir die jetzt einfädeln. Dazu schrauben wir jetzt zunächst erstmal am Gerät diese Schraube auf. Ich setze die Kamera mal jetzt nicht nach unten, damit ihr das nachverfolgen könnt. So sieht es also aus, wenn wir da die Kappe abhaben. Hier ist also jetzt quasi das Zahnrad oder diese Führungsspule. Also hier in den Pin muss auch das Schwert reingelegt werden, damit man die richtige Stabilität hat. Und das ist auch letztendlich auch der Spanner. Da komme ich gleich noch eben zu, dass man die von außen auch so ein bisschen spannen kann oder ausrichten kann. Und ja, die liegt jetzt schon gut ein. Und jetzt können wir den Deckel drauf setzen, Schraube drauf. So, fertig. Ihr habt ja noch diese Spannungseinstellung. Ihr könnt da quasi nochmal die Spannung einstellen der Kette. So, und damit haben wir jetzt die Montage beendet. Also die Kette sitzt gut. Also was kann man noch sagen zu dem Teil? Die Ölpumpe ist zum Beispiel fest hier an dem Teil. Die Fördermenge ist nicht einstellbar, weil die deckt ja auch nicht so viel ab wie die Profigeräte. Deshalb reicht das für so ein kleines Ding eigentlich vollkommen aus. Liegt gut in der Hand, ist gut bedienbar. Ja, bedienbar müssen wir uns gleich auch mal anschauen. Wir haben hier noch einige Bedienungsfelder. Hier hat Stiel sich auf diese bewährte Methode, die innenliegende Kupplung, berufen. Wie man auch sehen kann, hat man hier Kunststoffkralle. Ja, ich sag mal, für die Geräte ist es einfach besser. Die werden ja nicht so sehr belastet und ausgelastet wie die Profigeräte, die wirklich so mal stundenlang im Wald Bäume gefällen müssen. Man kann sie auswechseln in eine Metallkralle, aber ich würde sagen, die Kunststoffkralle reicht für den Hobbybetrieb also vollkommen aus. Betrieben wird die Motorsäge mit einem Zweimixmotor, also ein Zweitakter, also nichts Ungewöhnliches, für diese Größe komplett ausreichend. Dann nochmal zum Winkelspanner, ist eine 1,1er Kette. Sie braucht dadurch eben weniger Leistung. Das altbewährte Sicherungssystem, was wir ja eigentlich auch bei den Akkugeräten kennen, ist es hier auch verbaut. Also erstmal die Sicherung unterdrücken, dann kann man loslegen. Diese Einstellungen hier, die werden wir gleich beim Testen der Säge noch genauer unter die Lupe nehmen. Wir werden jetzt aufs Testfeld gehen und werden uns mal anschauen, wie die Säge letztendlich in der Praxis arbeitet. So, zunächst füllen wir das Motoröl auf, 1:50 und danach das Benzin. Und hier kann man durch die Tanks sehen, wie der Füllstand ist. Die Sicherung rein. Gas geben, in die Schockstellung rein. Jetzt hat die Einführung gesagt, eine Raste höher. Aus. Wenn die im Leerlaufdrehzahl zu hoch laufen sollte oder zu niedrig laufen sollte, kann ich hier mit einem Schraubenzieher eine Anschlagschraube betätigen. Wenn wir den nächsten Startvorgang vornehmen, gehen wir dann direkt in die Halbgasstellung rein. An der Sägespäne sieht man sehr grobe Teile, das heißt also, die Sägezähne sind sehr scharf, also optimal. Die Holzscheite weisen keine groben Rillen auf, sagt mir also auch, dass die Säge hier butterweich durchgegangen ist. Und jetzt das Fazit zu der Stiel
MS 162. Zum 170er Vormodell hat sich da einiges getan, zum Beispiel die Stahlfedern, um die Vibrationen bei der Arbeit ein bisschen abzufangen. Dadurch hat man auch keine großen Ermüdungen oder braucht nicht viel Kraft aufzuwenden, um die Säge stillzuhalten. Dann kommt dazu noch die durchsichtigen Tanks wie Öl und der Sprittank für den Zweitaktmotor. Eigentlich eine schöne Hilfe auch für Kontrolle, wann der Sprit leer ist. Und mehr kann man da nicht zu sagen. Es ist eine kleine Einstiegssäge, Link, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Däumchen nach oben. Sonst abonniert den Kanal für weitere Videos. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.